Hallo und guten Morgen zu meiner heutigen Wanderung aus dem wunderschönen Fronten in Bayern. Heute geht es auf das Brendenjoch, das ist 2001 Meter hoch und das liegt diesmal in Österreich im Bundesland Tirol. Startpunkt ist die Breitenbergbahn in Fronten, aber man muss dann immer am Anfang Richtung Ackenstein gehen, weil das Brendenjoch taucht auf keiner Hinweistafel auf, erst kurz vor der Bad Kissinger Hütte. Also dann bleibt's dran und da sehen wir noch ein paar wunderschöne Bilder. Packen wir's. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. An der Reichenbachklamm entlang ist der Weg teilweise richtig knackig steil, aber so macht man wenigstens viele Höhenmeter in kurzer Zeit. Und gestern hat es hier ziemlich viel geregnet, weil der Weg ist noch teilweise ziemlich nass und matschig. Wie gesagt, immer Richtung Ackenstein gehen, weil das Brendenjoch ist noch nicht ausgeschildert. Hier einen wunderschönen Platz, da im Vordergrund ist der Ackenstein, der rechte Gipfel, wird ja wunderschön von der Sonne beleuchtet. Dann geht es jetzt hier hinauf, hier rüber und dann ist dann hier das Brendenjoch. Da ist mein Ziel. Also gar nicht mehr so weit. Ich denke, da hat man wieder eine wunderschöne Aussicht dort oben. Da drüben ist der Breitenberg mit der Ostlerhütte. Kann man auch von hier schön rüber wandern, in einer Dreiviertelstunde, Stunde. Aber ich muss jetzt hier hinauf und dann teilt sich der Weg. Da muss ich mich links halten. Wieder total schön, dieses satte Grün und wie sich diese grauen Felsen da so schön ins Landschaftsbild einfügen.
Wenn man jetzt aufs Brendenjoch geht, darf man nicht den Hauptweg geradeaus gehen, sondern muss diesen schmalen Pfad folgen. Bei mir ist das nämlich vorhin auch gerade passiert, dass ich verkehrt gelaufen bin, wieder 5 Minuten zurücklaufen müssen. Man sieht jetzt teilweise den weiteren Verlauf vom Weg. Da geht es jetzt ziemlich steil nach oben. Schaut aber richtig gut aus. Imposant. Ausblick von hier oben auf den Aggenstein und auf den Breitenberg. Da hinten sieht man dann wieder einen Hochvogel und da muss ich noch hoch. Es wird eine ganz schöne Schinderei, das sehe ich jetzt schon. Schlechte Wege, feucht und ziemlich steil. Gipfel vom Brendenjoch sehe ich jetzt zwar nicht, aber als Vergleich habe ich ja im Hintergrund einen Aggenstein, der ist 1985 Meter hoch und ich muss auf genau 2000 und 1 Meter. Also bin nur ein gutes Stück unterhalb. Hat man wunderschönen Rundumblick auf die umliegenden Berge. Dort hinten ist der große Daumen, dort war ich ja letzte Woche oben. Das ist eine wunderschöne Tour, kann ich nur empfehlen. Und man sieht auch wieder den markantesten Berg der Allgäuer Alpen, den Hochvogel. Vom Brendenjoch hat man jetzt einen super Ausblick auf die umliegenden Berge. Und jetzt gehe ich noch zum Nachbargipfel rüber. Der Weg ist nicht markiert. Das ist der Hohe Rossberg. Der ist ein bisschen niedriger. Ich hoffe, dass ich da heile rüberkomme. Okay, im Internet habe ich gelesen, dass der Weg nicht markiert ist. Aber man sieht schon eine ausgetretene Spur. Also sollte jetzt kein Problem sein. Thank you.
da hinten ist so ein Hubschrauber am Ackenstein. Da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Der kreist da umeinander, ziemlich nah am Fels. Hier ist Gipfelkreuz vom Hohen Rossberg, dort hinten vom Brentenjoch, wo ich herkommen bin. Das sieht man auch fantastisch hinüber zum Großen Daumen, wo ich letzte Woche war. Dort hinten sieht man wieder einen Hochvogel. Auf die ganze Kette von den Tannheimer Bergen hat man da einen Blick. Wunderschön, da hinten das Säuling, Füssen, Alpsee, Foggensee, Bannwaldsee, Hopfensee, Weißensee. Weiter unten der Allersee. Da in dem Berg da drüben gibt es so eine Burgruine. Da werde ich auch irgendwann mal hochgehen. Und hier sieht man dann Forstfronten. Super, super schön. Also ich könnte hier noch stundenlang sitzen und ins Tal schauen. Das ist hier wunderschön und so ruhig. Ich bin hier ganz alleine da oben, da hinten am Joch, wo ich herkomme. Da sind schon wieder, tummeln sich die Leute, 5, 6, 7, 8 Leute bestimmt. Und hier, genial, also super. Aber ich muss jetzt los. Jetzt gehe ich dann zurück wieder Richtung Bad Kissinger Hütte, aber ich gehe nicht vom Brentenjoch denselben Weg zurück, sondern in Richtung Grän. Und da kann man dann auch dann zur Bad Kissinger Hütte gehen, hat mir einer erzählt. Und dann gehe ich dann wieder diesen Zickzackweg runter Richtung Pfronten. Und dann kann ich da einmal abbiegen. Was heißt abbiegen? Gibt es einen Abzweig zum Breitenberg. Oder ich gehe wieder direkt runter den Weg, was ich kommen bin. Vielleicht gehe ich Richtung Breitenberg und gehe dann den Breitenberg hoch zur Ostlerhütte und gehe dann auf den der Hinterseite runter Richtung Fronten, aber der Weg zieht sich halt, geht halt ziemlich lang, aber weiter unten gibt es dann eine Tiroler Hütte, nennt sich so, und da gibt es ein gutes Bier. Ja, vielleicht, das entscheide ich dann vor Ort, wenn ich an der Stelle bin, ob was für einen Weg jetzt ich nehme, aber das sehe ich ja dann. Also, pack mal's und dann geht's gleich los in ein paar Minuten. Ich muss nur wirklich sagen, das ist hier einer der schönsten Ausblicke, was ich dieses Jahr hier auf meine Wanderungen hatte. Es waren ja nicht viel, aber es ist wirklich hier, muss ich sagen, das Highlight hier. Wirklich super, super schön. So, die paar Minuten sind um. Jetzt geht's los. Schade. Ja, so schön. Ich hoffe, dass ich dann einen richtigen Weg noch finde. Oder einmal nicht verkehrt abbiege, weil einmal ist eine Stelle da. Da muss man genau aufpassen, was für einen Weg man läuft. Sonst läuft man dann falsch. Vorhin schon erwähnt, gehe ich nicht denselben Weg runter, wie ich raufgegangen bin. Jetzt gehe ich Richtung Grän runter, weil da unten müsste dann irgendwann dann noch ein Abzweig kommen, wo dann wieder zur Bad Kissinger Hütte führt. Und, aber zur Bad Kissinger Hütte gehe ich ja nicht direkt hin, sondern gehe wieder vorher wieder runter diese Serpentinen, wo ich dann hochgekommen bin. Wie es ausschaut, ist da unten an den zwei Hütten ist dann der Abzweig, wo es dann wieder zurückgeht zur Bad Kissinger Hütte. Also ist gar nicht mehr so weit. Thank you.
schon der Abzweig zur Bad Kissinger Hütte. Das habe ich gleich geschafft. Kurz unterhalb der Bad Kissinger Hütte am Sattelböser Tritt. Und jetzt geht es wieder die Serpentinen runter und ich melde mich dann wieder bei der Abzweigung. Von hier unten bin ich in der Früh gekommen und jetzt führt mich der Weg weiter an dieser kleinen Hütte vorbei Richtung Breitenberg. Breitenbergbahn. Wenn man nochmal zurückblickt, ist schon interessant, wo ich oben war. Ich markiere das mal. Ein Brentenjoch und den Rossberg. Ja, dann bin ich auf der anderen Seite vom Berg runtergegangen und bin jetzt wieder auf dieser Seite. Komme schon einige Kilometer zusammen. Unten steht das Auto an der Talstation von der Bergbahn und ich muss wirklich sagen, das Essen und das Bier, das war jetzt richtig lecker. Das haben wir jetzt wirklich dringend braucht. Ja, jetzt geht es dann in der Nähe von der Seilbahn runter ins Tal. Vorne war da noch ein Abzweig, da wo ich zur Talstation gehen konnte. Aber ich habe mich entschieden, dass ich einen anderen Weg gehe, zur Reichenbergklamm. Da kann ich wenigstens meine Füße noch ein bisschen abkühlen und meine restlichen Brote essen. Hier scheint noch die Sonne und da hinten, da ziehen schon die Wolken rein, ist schon dunkel. Da hört man schon das Donnern. Ja, für den Nachmittag haben sowieso ein Gewitter vorhergesagt. Die Wanderung ist dann sowieso zu Ende. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Bleibt gesund, habt einen schönen Tag und dann sieht man sich vielleicht beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal. Ciao!